So, Sportmagazin Schwarmsocker zu Gast beim Tabellenführer der Kreisklasse Augsburg Süd, der Spielvereinigung Lager Lechfeld. Hier bei mir in der Talkrunde der Abteilungsleiter Walter Grimshandl, der Kapitän Helmut Baumgart, Wolfgang Missenhardt, der etatmäßige Trainer der ersten, ist leider verhindert. Dafür der Trainer der zweiten Mannschaft bei mir, Georg Pawolek, und der Hauptsponsor, was mich ganz besonders freut, von den Likos AG Immobilien, der Georg Kees. Herzlich willkommen, Jungs. Premiere bei Schwabensocker. Ja, der Walter hat gerade das Mikro in der Hand. Fangen wir mit dir an. Walter, sportliche Situation sieht folgendermaßen aus. Lager Lechfeld mit 39 Punkten Tabellenführer. Gefolgt hartnäckig von der TG Viktoria Augsburg. Die haben momentan aber ein Spiel weniger wie ihr. Wenn sie das gewinnen sollten, Walter, sind es nur 2 Punkte Abstand. Also die Meisterschaft ist nach wie vor offen. Ja. Weil dann nichtsdestotrotz mit der sportlichen Situation seid ihr mehr als zufrieden, oder? Ja, sind wir sehr zufrieden, weil das ist, haben wir ziemlich die letzten 2 Jahre immer so im Mittelfeld waren. Und heuer doch mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft. Wir haben ein Durchschnittsalter von 21,8 Jahren, also muss man schon sagen. Und rechnen wir uns also heuer schon was aus, dass mal endlich der Aufstieg mit dem Wolfgang auch das klappt. Wolfi, du sprichst es an, ist leider nicht da, das kostet eh was, Wolfi. Dafür der Trainer der zweiten Mannschaft, Georg Pawolek. Georg, Spitzenspiel der ersten Mannschaft. Bei euch in der zweiten Mannschaft können wir ein bisschen drauf eingehen. Da schaut es nicht ganz so rosig aus, ihr spielt momentan um den Abstieg. Ja, erklär doch mal ein bisschen die Situation bei euch. Na ja, klar, meine, die Situation ist nicht allzu rosig, das ist vollkommen richtig. Wir sind momentan Drittletzter. Aber es ist auch irgendwo erklärbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind relativ viele Verletzte, relativ viele studieren auch in der zweiten Mannschaft. Sprich, die sind natürlich auch sehr, sehr unregelmäßig im Training. Dementsprechend schaut es natürlich mit einem 90-minütigen Einsatz auch schlecht aus. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns gerade in der Hinrunde sehr, sehr tapfer geschlagen. Wir waren irgendwo im Mittelfeld, haben eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Jetzt in der Rückrunde läuft es wirklich nicht allzu gut. Wie gesagt, auch aufgrund dessen, weil sie ein paar Leute von der ersten verletzt haben. Von der zweiten haben wir ein paar nachschieben müssen. Ja, und wie gesagt, dementsprechend schauen dann auch die Ergebnisse in der zweiten Mannschaft aus. Gut, wenn die erste Mannschaft den Aufstieg frühzeitig klar macht, kommt sicherlich Verstärkung runter und hilft euch im Abstiegskampf. Georg, erklär kurz einmal die Zusammenarbeit mit dem Wolfi Missenhardt. Wie ist das Verhältnis erste, zweite Mannschaft? Wie ist die Zusammenarbeit zwischen euch? Tja, also für mich persönlich könnte es nicht besser laufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne den Wolfi schon aus früheren Zeiten. Ich habe noch selber mit ihm zusammen aktiv gespielt. Danach ist er natürlich ins Trainergeschäft eingestiegen. Dann habe ich natürlich auch noch unter seinem Namen spielen dürfen, in Inningen damals ein paar Jahre lang. Ja gut, im Jahre 2000 haben sich dann die Wege getrennt, bin ich nach Lager Lechfeld als Spieler übergewechselt. Und der Wolfi ist mir dann 7, 8 Jahre später gefolgt, sage ich jetzt mal. Ja, und der hat mich dann natürlich auch dazu gebracht, mit ihm zusammen halt eben die aktive Mannschaft zu trainieren. Ja, das Verhältnis ist natürlich hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe meine eigene Mannschaft, die kann ich trainieren. Der Wolfi mischt sich da nicht ein. Wir reden sehr, sehr viel über Fußball. Wir telefonieren sehr viel miteinander. Und ich sage jetzt mal, besser geht es nicht. Wir sind sehr, sehr oft einer Meinung, nicht immer, Gott sei Dank nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich sage jetzt mal, wenn es so weiter funktioniert, dann sind wir beide sehr, sehr zufrieden. Kommen wir zum Spielführer, der auch hier da ist. Heute ist er trainingsfrei. Helmut Baumgart, der Spielführer der Spielvereinigung Lager Lechfeld. Helmut, eine gute Bilanz. Ihr habt, glaube ich, nur 3-mal unentschieden gespielt, 2 Niederlagen. Zuletzt jetzt gegen Langeringen, Tabellendritten, 1-0 gewonnen. Enge Kiste, wie wir im Vorfeld des Interviews besprochen haben. Jetzt kommt am 1. Mai die TG Viktoria. Wie ist momentan die Stimmung? Wie ist die Vorfreude auf dieses Spiel? Ja, die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir freuen uns über jedes Spiel, wo wir gewinnen. Wir sind einfach gerade sehr gut drauf, muss man auch ehrlich sagen. Unser Team hängt so zusammen wie nie. Letztes Jahr, man merkt es, die Jahre davor waren wir immer, haben 3, 4 immer nicht mitgezogen, aber heuer ziehen 13, 14 Mann am Strang mit. Und deswegen 1. Mai, ja, wichtiges Spiel, Viktoria kommt. Zu Hause sind wir ohne Niederlage bis jetzt und das bleiben auch. Gut, das ist mal eine Ansage an die Jungs von der TG Viktoria. Walter, Georg, der Hauptsponsor. Ohne so einen Sponsor, ohne Hauptsponsoren geben im Amateurbereich nichts. Wir können das Mikrofon ruhiger mal an den Hauptsponsor weiterreichen. Hauptsponsor ist in Lager Lechfeld Likos AG Immobilien, Georg Kees. Georg,
Woher kommt das Engagement, dass man einen Kreisklassisten, dass man sich hier als Hauptsponsor zur Verfügung stellt? Woher kommt das Engagement, woher kommt die Freude zum Fußball? Ja gut, das ist mein Heimatverein, hier habe ich auch schon Fußball selber gespielt. Ne? Wir sind ja da in einer kuriosen Phase dazugekommen, der Verein war ja vor einigen Jahren am Boden, da war ja nichts mehr zu wollen, Abstieg in die niedrigste Klasse, in die A-Klasse damals, und ich begleite seit Jahren jetzt eigentlich den Managerjob zusätzlich, wobei mich da der Wolfgang Wissenhardt die letzten Monate und Jahre doch massiv entlastet hat, aber das haben wir ja parallel dazu begleitet, und die Motivation ist natürlich vor allem das Schöne jetzt, dass man sieht, die Früchte der Arbeit der letzten Jahre, dass wir jetzt endlich eine sehr, sehr junge Mannschaft haben, die sich hauptsächlich aus der eigenen Jugend und aus Leuten, also aus Spielern der Ortschaft oder der näheren Umgebung rekrutiert. Wir müssen Gott sei Dank keine fremden Spieler mehr holen. Die Mannschaft wächst zusammen, wie es der Helmut eben gesagt hat. Wir haben einen guten Zusammenhalt. Das ist eigentlich die Grundbasis für einen Erfolg, für einen nachhaltigen Erfolg. Und das ist eigentlich das Wichtige. Am Anfang musste man sehr viel investieren in die Mannschaft, weil wir einfach keine Spieler mehr hatten. Aber mittlerweile haben wir die gute Position, dass wir einen guten Jugendbereich haben und eine Mannschaft, die sich wirklich versteht und keine Fremdkörper eigentlich beinhaltet. Oder? Kann man so sagen, Helmut? Georg Kees, wie wichtig ist es als Hauptsponsor, so ein Aufstieg, wenn man den jetzt vor Augen hat? Jetzt kommt dann der Tabellenzweite, der natürlich hier unbedingt gewinnen will und auch muss, um noch an euch vorbeizuziehen. Wie wichtig ist es aus Sicht eines Hauptsponsors, ein Aufstieg in der Kreisliga Augsburg, in die ihr dann gehen würdet, wo ja ein Derby nach dem anderen stattfindet? Kann man sich dort effizienter präsentieren als Sponsor? Spielt das eine Rolle? Das spielt eigentlich eine total untergeordnete Rolle. So ein Sponsoring macht man eigentlich mehr aus Idealismus oder aus Leidenschaft zum Verein. Der Werbeeffekt, der spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle, ist teilweise sogar schädlich. Wobei natürlich so Aufstieg oder so Spielen, wenn man vorne mitspielt und man um Aufstieg spielt, ist natürlich ein Highlight. Wir haben das schon erleben können, wo wir von der A-Klasse in die Kreisklasse aufgestiegen sind. Das waren Spiele, die waren sensationell. Wir hatten hier über 1000 Zuschauer. Das Spiel ist eine halbe Stunde später anpfiffen worden, weil einfach die Zuschauer gar nicht reinkamen. Ein Jahr später hat man fast den Durchmarsch in die Kreisliga geschafft. Da hat man zwei Entscheidungsspiele und nur die Bundeswehr hat uns ausgebremst, weil da natürlich vier ganz wichtige Spieler gefehlt haben. Zum zweiten Entscheidungsspiel, das erste haben wir gewonnen damals, und gegen Gersthofen 2 war eigentlich der schwächere Gegner, da hat man leider den Aderlass, weil die Bundeswehr in Amerika war, mit vier unserer besten Spieler, weil sonst hätten wir es damals schon gepackt. Dann hat man jetzt natürlich zwei, drei Jahre ein bisschen so Regenerationsphase, Findungsphase, Neuaufbau der Mannschaft, und jetzt freut es mich natürlich umso mehr, dass wir vor allem mit der gewachsenen, mit der homogenen Mannschaft da vorne mitspielen können und vielleicht wieder Highlights erleben. Das wäre natürlich toll für den Verein. Guter Highlight wollen wir natürlich mit Schwabensocker und zusammen mit euch von Lager Lechfeld am Mittwoch setzen. Wir werden ein dementsprechendes Rahmenprogramm mitbringen, worüber wir dann noch Werbung machen werden. Du hast was angesprochen, was man immer öfter hört bei den Vereinen, wo wir zu Gast sind. Zusammenarbeit und Einfügen der eigenen jungen Spieler in den aktiven Bereich. Kommen wir zurück zum Walder als Abteilungsleiter. Ein Thema, Walder, das dich natürlich nicht kalt lassen kann. Wie wichtig ist es für dich, dass Spielvereinigung Lager Lechfeld mit eigenen jungen Spielern arbeitet in Zukunft? Ja, sehr wichtig, weil mit den eigenen Leuten zu arbeiten ist immer besser, wie wenn du mit Auswärtigen hast. Weil mit den Auswärtigen, ja, da spielt es dann immer, die wollen immer dann was haben, und mit den eigenen, da gibt es halt keine Probleme. Die spielen, die kommen, die wollen Fußball spielen. Und das sieht man auch heuer. Wir haben ja seit 2 Jahren eine ziemlich junge Mannschaft, wo von der A-Jugend rausgekommen ist, wo man auch erst einführen musste. Ne? Wenn der von der A-Jugend, der Sprung in die erste Mannschaft, war doch ziemlich groß. Und da hatten die eine, obwohl es gute Spieler waren, schon ein paar Probleme. Aber jetzt, also heuer, läuft das wirklich hervorragend. Und wie gesagt, und die Arbeit vom Wolfgang und vom Georg, die Jungen wirklich sehr gut machen, kann ich nur sagen, es gibt nichts Schöneres, wie mit der eigenen Jugend zum Spielen. Wir werden uns von Schwarmsocker natürlich ein Bild davon machen am Mittwoch. Wir sind auch sehr gespannt. Man merkt aber am Hauptsponsor, der als Manager ja tätig ist, was wir gerade erfahren haben, da brennt das Feuer eigentlich, wenn er spricht, da funkeln eigentlich die Augen, und so soll es eigentlich auch im Amateurbereich sein. Wir von Schwarmsocker werden es begleiten. Wir wünschen euch natürlich alles Gute, genauso wie den Jungs von der TG Victoria. Wir werden einmal auf eine Antwort warten, ob sie sich darauf einlassen, auf Vorinterviews, was sie zum Sagen haben, sind wir natürlich gespannt, ob da noch was kommt von den Jungs. Spätestens nach dem Spiel werden wir sie dann am Mikro haben. Jungs, ich sage erstmal danke für das heutige Interview. Alles Gute auf dem Weg in die Kreisliga, und dass das Funkeln im Georg seine Augen bleibt. Und herzlichen Dank.